Wir fantastischen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Demon Slayer. Ja, aufs letzte Mal sind wir hier im Wald stehen geblieben oder auf dem Berg. Den kennt man ja von Demon Slayer, nicht wahr? Ja. Der lächelt mir immer noch ein bisschen zu viel. Ich hab's gerade kalibriert, danke dafür. Ja, die Herausforderung der letzten bla. Und gucken wir mal, ob wir die Sachen so finden. Gold. Hier hat irgendwer Angst. Was ist los? Alles in Ordnung? Nein, er wird nichts anderes sein. Die anderen wurden von einem Dämon getötet. Es ist direkt vor meinen Augen passiert. Ich habe solche Angst, ich kann mich nicht bewegen. Ja, ich lache gerade, ja. Nee, ich schaue neutral eigentlich. Danke dafür. Ich muss mal das gleich nochmal sein. Ja gut. Ein bisschen hochgucken. Okay, ich könnte von in der Nähe sein. Ich sollte auch vorsichtiger sein. Ja. Ich würde sagen, gehen wir erstmal nach links. Ja. So. Auch komme ich, glaube ich, noch nicht, oder? Nee. Nee. Naja, der Dude kann ja Dämonen riechen. Ich vergesse das immer wieder. Der ersten Dämonen. Hat der Gegner im Kampf eine Leistung über seinen Kopf, siehst du womöglich den Faden zur Schwachstelle. Nachdem du entweder einen Aura-Angriff parierst, neige zu schnell links und drücke gleichzeitig 1 oder die Gesundheit des Gegners reduziert hat. Ah, Aura schnell und dann R1 drücke. Neigst du schnell während du gleichzeitig drückst, nimmst du deine Verteidigungshaltung ein, triffst du den Gegner in Haltung, setzt du einen Konter ein und überrascht ihn. In diesem Zustand ist der Gegner schutzlos, also mache ich. Mach dir das Zünd und schlag ihn. Ich mach das doch. Egal. Gut, ich bin ausgewichen. Der hat mich schon wieder fast geschlitzt. Oh nein. Sein Kontaktangriff. Oh. Der ist gefährlich. Ach, los. Bleib kurz stehen. Opa. Ah, Gott. Das war gefährlich. Okay, das verstehe ich nicht. Ich habe gerade versucht, diesen... Neige deinen Winkel. Ah. Hä? So. Der erste ist K.O. Und da kommt der Second. Oh nee. Der boxt mich einfach um. Okay. Okay, das Spiel sagt, man kann sich so schützen und grabben, aber ich merke davon nichts, so, like. Nee.
So. Dann kommt jetzt eben die Welle. Ach, ich dachte, das wäre ein Special Move. Fuck. Aber nee, das ist nur sein Modus. No, nur C. Bö. Nein, das ist nicht zum Grinsen. Gott, das ist der richtige Gesichtsausdruck. Einfach nur ein C. Hilf's doch nicht. Ja, du hast dir alles angeeignet, super. Nee. Guck doch jetzt nochmal. Oh, hier gibt's drei. Aha. Gut. Dann gehe ich erstmal nach links, würde ich sagen. Dann nach rechts, hier runter. Und dann geht's langsam hoch. Würde ich sagen. Ja. Oh, ein Dämon hat mich angegriffen. Das tut richtig weh. Hey, komm, hör auf, du Lümmel. Hör auf zu lachen. Nein. Was denn auch? Bist du verletzt? Ich werde die Wunde versorgen. Schon gut, lass mich nur. Wenn ich hier ausgeholt habe, werde ich mich irgendwo verstecken. Dann mache ich es halt so. So, jetzt bin ich im komplett neutralen Gesichtsmodus. So kann er mein Face nicht mehr tracken. Bis ich dann wirklich nicht mehr das brauche. Anders kann ich wohl anscheinend nicht neutral gucken, sonst fängt er mal an zu lachen. Aber dafür kann ich jetzt nicht lachen, einfach so. Tja. Er hat alle Hoffnung verloren. Nein, das ist jetzt schlimm. Erkundest du das Gebiet als Tanjiro, kannst du manchmal Gerüche mit R2 aufdecken. Diese zeigen mit dir den Weg in 10, sobald diese Option verfügbar ist. Erscheint R2 Geruch auf der linken Seite. Okay. Ach, bin ich dann hier richtig? Achso, erstmal wollte ich hier oben rein denken. Noch? Ja. Erstmal hier oben noch rein. Die Kimitsu-Punkte. Oh mein Gott. Die darf ich nicht verpassen. Nein. Ja, jetzt lache ich. Das ist okay. Das ist auch so ein Gedankenkristall. Nein. Also mein Face muss ich nochmal neu tracken, so dass er zumindest neutral, auch wenn ich das eigentlich gemacht habe, aber der kriegt das irgendwie nicht hin. Finde ich schade. So. Der ganze Boden bebt. Oder habe ich nur das Gefühl? So. Mein Gedankenkristall. Da oben ist noch irgendwas. Ha. Aber... sowieso hier lang? Ich muss sowieso, glaube ich, hier lang. So wie es aussieht, ist da nämlich, wo ich ursprünglich gedacht haben muss. Ja, so, okay, ich verstehe. Aha. Mhm. Hatte ich mir doch gedacht. So, komm du her erstmal, du Dämon. Voila. Bin ich aufgepasst. So, dann nehmen die verschiedenen Arten des Treffens. Warte, was? Der kriegt mich einfach durch meine Verteidigung. So.
Okay, das war gar nicht. Und tschüss. Da ist er so zerstört. Und sogar ein S-Rang. So gefällt mir das. So gefällt mir das. Rang S, ja. Gut. Dann erstmal nach unten nochmal. Na, ich muss sowieso zu ihm. Na, jetzt lächelt er schon wieder ohne Grund. Nö, so machen wir das nicht. Nee. Ist doch der mit dem Wildschweinkopf. Wie hieß der mal? Boah, nee, so früh ist er ja ihm noch nicht begegnet, glaube ich. Ichinose? War es Ichinose? War es Ichinose? Ich weiß es nicht mehr. Gehen wir erstmal diesen Weg. Jo. Jo, dieser Weg ist ganz gut, würde ich sagen. Ja. Oh ja. Ja. So, machen wir nochmal alles so. Oh yeah. Ja. So. Ah ja. Machen wir es mal so, ist einfach lustiger. Auch wenn mein Gesicht nicht ganz erkannt wird. Und das macht mich ganz sad. Oh. Aber egal. Es ist trotzdem zu lustig, sich einfach dabei zuzukommen, wenn wieder noch der Wirbel das macht. Ja. Er steht vor einer Leiche und sagt, es riecht nach Blut. No shit, Sherlock. Es riecht nach Blut direkt von der Leiche. Hey, hör auf. Wenn du es nicht anders haben willst. Alles klar. Schlag mir nochmal in den Rücken und du wirst sehen, was du davon hast. Wow. Oh, verdammt. Ach so. Und so. So ist es doch gut. Ja, und ein S. Komisch, beim ersten war es ein C, wo ich genauso viel Leben verloren habe. Nein, das ist jetzt eigentlich überlegen, nicht sauer. Ah, egal, aber überlegen gibt es ja nicht. Aber mal, wo lang wollte ich nur? Ja. Einmal in die Sackgasse gucken. Vielleicht ist ja hier noch irgendwas. Nö, ist wirklich tatsächlich nur eine Sackgasse. Dann gehe ich wieder in den Neutralmodus. In den normalen Neutralmodus. Das ist doch der Schlafdude. Wie hieß denn der nochmal? Ich hab's vergessen. Hm.
周りは暗いし、鬼がうろついてるし。何なの？何なんだよここ。なんで俺なんかが参加しなきゃいけないの？俺嫌だって言ったのに。いやー！今度こそ出たんでしょ？もういやー！ハッ、der ist echt lustig gewesen so, aber der ist nicht zu unterschätzen. aber einfach zu lustig. Ja, ja. Rennt einfach weg. Rennt einfach weg wegen Wind. Meine neutralen Gesichtsausdruck muss ich mal per Knopfdruck machen. Manu. Also. Gut. Findet hier nochmal ein Kampf statt? Da rennt gerade einer weg. Und schon wieder einer. Mann! Man kommt hier gar nicht voran. So. Oh Gott. So. Und der Finale. Mann, es ist immer so ein bisschen sich selbst zu sehen. So. Ich kann nicht damit aufhören. Nein. Aber ich meine, ein S. Yay. Mach ich dann fake mit. Einfach zu geil. Hey. Doktor. So geht. Hier hoch ist das Ziel, aber ich will erstmal den gesamten Wald abchecken. Ja, ja. Weil das wird wahrscheinlich... Ah, ich will es nicht spoilern. Ich weiß es nicht, ich habe nur eine Vermutung, worauf es hinauslaufen würde. Das heißt, wenn die anderen von dem angefasst werden, ich überlebe und das letzte Auswahlverfahren überstehe ich. Er tut erfahrt man doch, ich kann seine Angst riechen. Ich fürchte mich genauso wie er, aber ich muss mich konzentrieren, um überleben zu bleiben. Okay. Belohnungsfelder wurden für Kapitel 1 freigeschaltet. Ja. Belohnungsfelder. Ja, mir wurde gerade eine Nachricht geschrieben, deswegen so habe ich kurz aufs Handy geschaut, deswegen war ich kurz nicht im Bild. Tut mir leid. Wenn irgendwo irgendwas reflektiert, dann bin ich einfach drauf, dazu programmiert, da hinzugucken. Es ist einfach heutzutage so. Ich kann es nicht ernst nehmen, das ist so geil, diese Gesichtsausdrücke. Wer war denn der Typ nochmal? Ich hab's vergessen. ja. Holen wir uns jetzt mal das Geld. Oh, yes. Geld. Nein, falscher. Oh. Ich kann das nicht ernst nehmen. Geld. Ja. Okay, er hat ein Erinnerungsfragment oder so gefunden. Kennt man ja aus Naruto. Also zumindest die das gespielt haben. Ich meine, das ist ja von den Machern von Naruto. Und bisher jetzt auch vom Spielstil sehr, sehr ähnlich. Mann. So. Habe ich wenigstens meinen neutralen Gesichtsausdruck per Knopfdruck. Wenn das schon per Facecam nicht funktioniert, dass das anerkannt wird. Gerade irgendwas echt extrem wütend geknurrt. Aber ich gehe erstmal nach links und dann bleibt er nur noch oben. Gut, das klingt nach einem Plan.
Der Wald ist aber ganz schön groß, obwohl, das ist ja ein Berg. Das ist ja ein ganzer Berg. Aber für einen Berg ist er irgendwie ziemlich flach, muss ich sagen. Oh, nicht. Oh, da ist doch... Die mit dem Gift? Oder die kleine Schwester? Aber irgendwie hat der Demon Slayer so eine komische Narbe. Oh, noch mehr Belohnung für Kapitel 1. Yay. Ich freue mich über Belohnungen, ja. Aber normal blicken fällt echt schwer. Da fällt immer ins Lächeln oder ins Überraschte. Auch wenn ich gar nicht so extrem Gesichtszüge mache. Mann. Deswegen hilft mal so ein Quick, so eine schnelle Schnelltaste. Ja. Ich habe echt keine Orientierung. Aber ich... Gut, ich muss hier rein. Natürlich in den Schatten. Stimmt, ich kann auch einfach den Geruch folgen. Wo war hier nochmal was? Ah, nach links. Nach rechts. Und dann nach links. Aber erstmal nach rechts. Ja. Quatsch. Da lag einfach so auf dem Boden. Das heißt wohl... Da war jemand wohl sehr in Eile, wenn er einfach so seine Waffe fallen lassen hat. Es sei denn, er wurde auseinandergerissen. Oh nein. Oh nein, jemand wurde auseinandergerissen. Oder getötet. Naja, ein Erinnerungsfragment. Mann. Es ist nicht zu fassen, ey. Ich immer lasse mein Face meistens neutral, aber es wird immer als wütend oder so anerkannt. Das ist doch lächerlich. Auch wenn ich es kalibriere und kalibriere. Es ändert nichts daran. Aber ja, Schnelltasten regeln auch. Und erstmal wackelt der ganze Boden. Oh shit. Ja, jetzt hätte ich mal kurz dieses Gesicht machen können. Nein, das. Ja, oh mein Gott. Ah ja, doch, es läuft genau darauf hinaus, wie ich es gedacht habe. Ich meine, der Demon Slayer gesehen hat, kennt das wahrscheinlich, was hier ist. Das ist ein merkwürdiger Baum. Er sieht aus, als wäre er von einem Riesen umgeworfen worden. Oh. Wir sind schon wieder bei 23 Minuten. Die Zeit, die rennt ja schon. Und hier speichert es. Das ist kein gutes Zeichen, wenn es speichert, bevor man irgendwo reingeht. Denn das weist immer auf einen Endboss hin. Nein! Ein Endboss. Ich kann diese Gesichtsausdrücke, wenn ich mich selbst. Oh, aber ich würde sagen, wie es dann weitergeht, erfahren wir im nächsten Part von Demon Slayer. Denn wenn es wirklich zum Endboss kommen sollte, würde es wahrscheinlich extrem lange dauern. Ja, deswegen beende ich hier mal den Part. Und man sieht sich im nächsten wieder. Dann sage ich nur noch, vielen Dank fürs Zuschauen. Hören Sie rein, meine Freunde, und bis zum nächsten Mal. Tschüss.